Nacht, stell dich dem Verbrechen. Wenn die Dunkelheit erwacht, lass den Zauber sprechen. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los! Ein Geheimnis gut beschützt vor verborgenen Fallen. Alle kämpfen für ein Ziel und einer für alle. Gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los. Yeah, 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 yeah. Wir sind Antik. Yeah. Antik. Venedig, Italien. Sophie Castervilles Anwesen. Dante beschließt, Locke und Sophie in die Geheimnisse der Suchenden einzuweihen, indem er sie über die Hantik-Vereinigung aufklärt. Santiago, Sophies Bediensteter, traut Dante nicht. Auf den Spuren von Locks verschwundenem Vater macht sich das Hantik-Team daran, das antike Amulett des Willens zu finden. Aber der schleimige Defoe und seine Agenten liegen schon auf der Lauer. Suchende, wir haben eine Mission. Zeig mir den Prager Zentralfriedhof. Das ist ja stark. Ein Hologramm? Nicht ganz. Es ist ein Holotom-Lock. Vereinigungen wie die Stiftung planen damit ihre Mission, sammeln Informationen und analysieren Titan. Sophies Informationen zufolge ist unser Ziel das Grabmal des weisen Mannes von Prag, Jodie's Law. Auftrag, der Golem von Prag. Gelangt zum Prager Zentralfriedhof. Findet den Zugang zu Jodie's Laws Grabmal. Sammelt Hinweise über den Golem. Nach Einbruch der Dunkelheit gehen wir hier durch. Na, das nenne ich doch mal echt interaktiv. Kann man auch Videospiele auf dem Ding spielen? Wenn es eine unterirdische Zone geben sollte, ist sie nicht größer als das hier. Wir sollten uns auf die kleinen und mittleren Titanen wie Solaris und Sabriel verlassen. Solaris. Angriff 1. Verteidigung 1. Typ Chronotitanspeer. Größe klein. Spezielle Fähigkeit Fliegen. Sabriel. Angriff 3. Verteidigung 2. Typ Drakotitankrieger. Größe mittel. Spezielle Fähigkeit verletzungsresistent. Wie cool ist das denn? Und wenn die Organisation Wind von unserem Plan kriegt? Das hat sie bereits. Im Ernst? Was sollen wir tun? Ganz ruhig. Dieses Hotel gehört zur Hantik-Vereinigung. Wir sind hier erstmal sicher. Oh, nicht, dass ein paar Agenten ein Problem für dich wären, nicht wahr, Dante? Hey, ich hab da eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee wäre jetzt deine Pause. Mann, Sophie hat die ganze Zeit ihre Augen nicht von Dante gelassen. Wie kommt das hier rein? Feuerball! Solaris! Locke, komm hierher! Kältestrahl! Ehrengarde! Ich muss helfen! Schockstoß!
zeigt mir nie den Rücken. Jared, wir müssen irgendwas machen. Aufhören! Stich zu, Strix! Geschieht euch recht. Du bist also Salia Moon, die neue Elitekämpferin der Vereinigung. Ich habe schon viel von dir gehört. Und du bist Dante Vale, der Superstar, der alles kann. Ob du es glaubst oder nicht, über dich hört man auch so allerhand. Salia, arbeitest du auch für die Vereinigung? Bin unter Vertrag, genau wie Dante. Danke für die Rettung. Du bist unglaublich stark. Du bist sogar noch stärker als Sophie. Entschuldigung. Ich hatte einen Auftrag in der Stadt, als ich zufällig hörte, dass sich die Organisation in euer Hotel eingeschlichen hat. Ha, genau zur richtigen Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch nicht darauf verlassen, gerettet zu werden. Ihr hattet Glück. In dieser Welt muss sich jeder um sich selbst kümmern. Das hätten wir schon geschafft. Auch ohne zerbrochene Fensterscheiben. Sehr beunruhigend, dass die Organisation ins Hotel eingedrungen ist. Könnte es einen Spion in der Vereinigung geben? Aber natürlich könnte es das. Hast du nichts von den Gerüchten über den berühmten Professor gehört? Der Professor? Wer ist das denn? Der Boss der Organisation. Wahrscheinlich der gefährlichste Mensch der Welt. Er ist einer der mächtigsten Suchenden überhaupt. Seine Sammlung von Amuletten und Artefakten zählt zu den umfangreichsten aller Zeiten. Er kontrolliert Regierungen genauso wie seine eigene Truppe, indem er ihr Bewusstsein manipuliert. Ist es eine Art Zauber? Nein, keine Zauberkraft, die ich kenne, ist dazu in der Lage. Was ist los mit dir, Locke? So ein Kerl wie der ist scharf auf das Amulett des Willens. Ob er wohl jemals meinem Vater begegnet ist? Zusammenbleiben, Leute, und vergesst den Plan nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass Jodie's Law den Golem aus dem Leben der Moldau gemacht hat. Er hat ihn zum Leben erweckt, indem er das Wort Wahrheit auf seine Stirn geschrieben hat. Ich kann gar nicht glauben, dass dieser Friedhof mitten in der Stadt liegt. Deshalb sind die Gräber alle übereinander gestapelt. Sie hatten nicht genug Platz. Sie werden noch ein bisschen mehr Platz brauchen, wenn ihr nicht aufpasst. Salia, verfolgst du uns? Kein Stress jetzt. Ich habe sie gebeten, hierher zu kommen. Was? Prag ist ein geheimnisvoller Ort. Mitglieder der Vereinigung müssen ständig in engem Kontakt sein. Aber doch nicht so eng. Ach komm, Sophie. Mit ihr ist unsere Chance, meinen Vater und das Amulett des Willens zu finden, viel größer. Bei allem Respekt, Kleiner. Ich finde, du gehst ganz schön naiv an die Sache ran. Das war gestern. Ich bin jetzt dein Suchender. Wir werden sehen. Jodie's Laws Grab muss irgendwo da drüben sein. Haltet die Augen offen. Es ist eine ganz gewöhnliche Inschrift. Locke, stand in dem Tagebuch nicht etwas über den Golem? Ich habe schon versucht, da was rauszulesen, aber die Seite ist ruiniert. Ich glaube, da steht Blut des Golem. Der Golem ist nicht aus Fleisch und Blut, er besteht aus Lehm. Sophie, es reicht. Das bringt doch überhaupt nichts. Reg dich ab. Es ist nicht der Lehm, der den Golem erweckt. Ein Wort tut es. Ja, das Wort heißt Wahrheit. Sophie, kannst du das Symbol zeichnen, das Wahrheit bedeutet? Es ist ein schwieriges Symbol, aber es geht ungefähr so. Es öffnet sich! Dante, kommst du? Nach dir. Das sieht nach einer Falle aus. Die Bodenplatten sind aus zwei verschiedenen Lehmtypen gemacht. Das muss doch einen Grund haben. Wir haben wenig Zeit. Lasst mich schnell erklären. Tretet nur auf die helleren Platten. Der Golem ist aus Moldau-Lehm gemacht. Erinnert ihr euch? Der wird hell, wenn er trocknet. Dante Vale macht seinem Ruf alle Ehre. Thank you.
Ihr bleibt hier. Guten Abend. Möchten die Gentlemen ablegen? Ha! Der Foe! Wenn das nicht Dante Vale ist. Feuerball! Feuerball! Rotor! Kugelblitz! Locke, ich dachte, du hast geübt. Ein Suchender sollte ja wohl einen Kugelblitz können. Dann kämpfe ich eben. Der Junge wird sich noch selbst Schachmatt setzen. Kämpf mit mir, Floristin! Oh. Oh. Ich werde weitermachen. Was ist das bloß? Brillant! Ihr seid in Jodis Lors Falle getappt. Mal sehen, wie ihr die Titanen erweckt. Pass auf, Florent! Rotor, schnell, greif jetzt an! Säure! Kältestrahl! Selbst wenn ich Caliban herbeirufen kann, es sind einfach zu viele. Gifthitze! Ich werde sie überlisten. Ich lasse mich einfach treffen. Nein! Da bist du ja, Locke Lambert. Du hast bestimmt ein Tagebuch für mich. Nein, tu das nicht! Was für ein braver Junge du bist. Das ist ja zerfleddert. Das waren ihre Leute. Sie haben das Tagebuch meines Vaters zerstört. Warum sollte ich meine Zeit für so einen Unsinn verschwenden, wenn doch die Geheimnisse des antiken Amuletts so nah sind? Krotok, hol den Schlüssel. Und was machen wir jetzt mit Signore Vale? Wagt es nicht, ihn anzurühren! Lasst sie sofort los! Endlich habe ich, was ich wollte. Jodis Loas Schlüssel. Lasst uns verschwinden. Ja, Sir. Freu dich nicht zu früh, Mädchen. Gleich kommt meine Reinigungstruppe. Sie wird hier gründlich aufräumen und dabei euren Freund Dante entsorgen. Mythenkraft! Mythenkraft? Nicht schlecht, Dante. Könntest du uns jetzt vielleicht aus dem Matsch ziehen? Hey, Leute, wir sollten den Raum untersuchen. Die haben bestimmt irgendwas übersehen. Das antike Amulett des Willens bedeutet alles für die Zukunft der Organisation. Ja, Sir. Sicherlich werden Jodis Lors Aufzeichnungen von unschätzbarem Wert sein. Und natürlich auch die Titanen, die er versteckt hält. Sorgt dafür, dass euch nichts und niemand im Wege steht. Ich hab verstanden, Sir. Der Professor hält uns ganz schön auf Trab, findest du nicht auch? Ich habe wirklich großen Respekt vor dem Professor, Sir. Mhm, gut. Dann gib doch mal ein bisschen Gas. Ja, Sir. Wir sind im Arbeitszimmer von Jodis Law. Schaut euch das an. Locke, ich habe den Eindruck, du wirst langsam geschickter im Umgang mit Florestis. Aber sicher, mein einziger Titan. Nicht ganz. Du vergisst das Amulett deines Vaters. Ist ja Wahnsinn. Es gibt noch einen Titan, den ich hiermit erwecken kann? Natürlich. In allen Amuletten sind Titanen. Das macht sie zu Amuletten. Der Titan meines Vaters. Kipperin. Ist sein Name etwa Kipperin? Ja, er ist ein fliegender Titan. Daher seine Wirkung auf dich. Das verstehe ich. Danke, Dante. Aber sei vorsichtig. Er ist nicht so leicht zu erwecken wie Florestis. Übertreib's nicht, Locke. Hier ist nichts. Totale Zeitverschwendung. Möglicherweise. Salia, ich brauche jetzt deine Hilfe. Locke und Sophie, geht Jared suchen. Es ist noch nicht vorbei. Der Legende nach hat der alte Hexer Lor seinen Golem genau hierher gebracht. Ich will sofort einen Bericht. Sirs, wir haben das Gebäude gesichert. Die Dachgeschosstür lässt sich nicht öffnen, nicht mal mit Titan. Wie bei einem so großen Schatz nicht anders zu erwarten. Aber dieser Schlüssel sollte uns helfen.
Hoffentlich hat das mit Salias Schlüsselabdruck geklappt. Ich bin sicher, dass Dantes trojanisches Golem-Pferd sie überrumpelt. Und ich frage mich, warum wir hier warten sollen. Wir könnten Dante helfen. Ich glaube, der hat sich das genau ausgedacht. Vielleicht, aber warum mit diesem schrecklichen Mädchen? Ich bin eine viel bessere Suchende. Sagt mal, wenn Dante uns nicht mit dabei haben will, warum schickt er uns dann nicht nach Hause? Genau. Los, Leute, wir gehen. Ich bin dabei. Ich habe schon oft Artefakte mit versiegelten Titanen gesehen, aber niemals so große. Ist das Lors Titan, der Metagolem? Ja, das muss er sein. Ich gehe sofort mit ihm in Verbindung. Schockstoß! Keine Ahnung, wie sauer du auf mich bist, Defoe. Aber das wird noch schlimmer werden. Dante, lass ihm keine Zeit, um sich auszuruhen. Ich erwecke Caliban! Stehvermögen. Warum kämpfst du für Defoe? Weil das mein Job ist. Da! Wie wär's mit einer kleinen Fortbildung? Locke! Sie sind hier unten. Komm zu mir, Florestes! Na gut, ein Hypnodon. Mit dem werde ich fertig. Hol ihn dir, Florestes! Los, Florestes! Ja, wir haben's geschafft! Kältestrahl! Ah! Oh! Oh nein! Ich muss sie hier weglocken! Ich werde langsam ungeduldig. Locke ist verletzt. Wir müssen etwas unternehmen. War das dein toller Plan, Dante? Deinen Vorsprung musst du jetzt nutzen. Locke, ist alles klar mit dir? Was ist passiert? Sabrian, oh, halt sie durch! Kämpfen. Feuerball! Ich fürchte, Dante und die anderen sind in Schwierigkeiten. Nein, ich muss dahin. Bleib ruhig, du hast eine Gehirnerschütterung. Die sind da drin total aufgeschmissen. Ich muss irgendetwas tun. Mythenkraft. Das ist es. Mythenkraft. Erstaunlich. Ich muss es einfach versuchen. Kipperin! Sieht aus, als sei Sabriel unsere letzte wirkliche Chance. Mir scheint sie etwas schwach zu sein. Der Sieg ist in meiner Hand. Oh. Locke! Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Zu langsam! Perfektes Timing, Locke. Steht ihr da rum? Ich weiß, dass du da drin bist. Ich hab's. Kugelblitz! Grizzly, sie sind genau vor dir.
Metagolem! Der Metagolem, Sie haben Verbindung. Dante, das Ding ist riesig. Sammelt euch hier bei mir. Auf mein Zeichen, konzentriert ihr euch auf Defoe. Zurück, sage ich. Alles sofort zurück. Aber, Sir... Sag nicht, mach, was ich sage. Sie haben Metagolem. Ja, Sir. Die ganze Mannschaft zurück. Ja, Sir. Das war wirklich sehenswert. Ja, Locke hat zum ersten Mal seine Kräfte benutzt und das ganz spontan. Das passiert nur selten. Das funktioniert sonst nur nach sorgfältigem Studium. Deswegen bin ich auch so gut darin. Bin ich froh, dass wir das beim Golem gefunden haben. Die verschlüsselten Aufzeichnungen von Jodie's Law. Aber ich kann den Code nicht knacken. Kein Problem. Die Hantik-Vereinigung wird ihn schon dechiffrieren. Dann erfahre ich, warum meinem Dad der Ort so wichtig war. Und vielleicht auch, wo er denn hingegangen ist. Du hast mich wirklich beschützt. Ich hätte dir vertrauen sollen. Wäre ich eine von den Bösen, wäre es für mich leicht gewesen, dein Vertrauen zu gewinnen. Vielleicht. Hey, Dante, ist irgendwas? Eine Sache beschäftigt mich. Diese Gerüchte über den Professor. Du täuschst mich, Defoe. Ich bitte um Verzeihung. Durch deinen Fehlschlag entgehen uns wichtige Informationen über das antike Amulett des Willens. So kann die Organisation niemals die Weltherrschaft erlangen. Professor, ich werde meine Anstrengungen verdoppeln. Ich muss es haben!